Letzte Vorbereitungen im Hamburger Studio des Chaos Computer Clubs. Pandemiebedingt nur im kleinsten Kreis. Begegnungsstätte mit den anderen Teilnehmern ist dieses Jahr eine 2D-Welt. Hier werden Themen besprochen wie, warum personalisierte Werbung verboten werden muss, wie Digitalisierung in einer Pandemie funktionieren kann. Schwerpunkt: Sicherheitslücken in IT-Systemen. Wir haben auf jeden Fall ein riesiges Problem damit, diese ganzen Systeme auch ordentlich abzusichern, weil viele Systeme wurden zum Beispiel nie mit dem Gedanken gebaut, dass die mal ans Internet angeschlossen werden oder nie mit dem Gedanken, dass da mal wirklich jemand tatsächlich böswillig an dieses System anklopfen versucht, es zu übernehmen. Wie hier in Schweden. Anfang Juli mussten bei mehr als 800 Filialen dieser Supermarktkette die Kunden draußen bleiben, die Kassen funktionierten nicht mehr. Ein weiteres Beispiel: Westmecklenburg wurde im Herbst von einem Cyberangriff erschüttert. Hacker hatten Daten der Verwaltungen verschlüsselt und eingefroren. Auch der Chaos Computer Club hackt sich in IT-Systeme. Jüngstes Ziel: die Connect-App der CDU. Allerdings mit dem Anliegen, gravierende Sicherheitslücken aufzudecken. Chaos Computer Club-Sprecher Linus Neumann kritisiert, dass die Hackerin daraufhin angezeigt wurde. Was natürlich eine relativ unsinnige Aktion ist und auch zu entsprechenden Problem für die Gesellschaft langfristig führt, wenn sich niemand mehr traut, Sicherheitslücken zu melden. Bis zum 30. Dezember läuft die virtuelle Kongresswelt noch. Die Hackergemeinde hofft, sich zur 39. Ausgabe im kommenden Jahr wieder persönlich in den Leipziger Messehallen treffen zu können. Und nachgefragt dazu jetzt noch einmal bei Linus Neumann. Wir haben ihn eben gerade schon im Beitrag gesehen vom Chaos Computer Club. Schönen guten Tag. Guten Tag. Tja, vieles ist ja durch die Corona-Pandemie erstmal digitaler geworden. Es mussten plötzlich überall Personendaten erhoben werden. Aber waren wir als Gesellschaft darauf überhaupt vorbereitet? Als Gesellschaft vielleicht schon, aber die Technik ist es nicht, die wir als Gesellschaft gerade bauen oder der wir voreilig unser Vertrauen geben. Wir haben ja relativ viele Unternehmen, die hier versuchen, vielleicht auch schnelles Geld zu verdienen. Und da werden gerade in der Corona-Pandemie natürlich auch Sachen sehr schnell und unter Eile gebaut. Das ist auch natürlich der Not der Situation geschuldet. Aber da bleibt leider offenbar dann doch teilweise mal die Qualität auf der Strecke. Und so hatte Deutschland in diesem Jahr sehr viele Herausforderungen, weil sich die Angriffsfläche so erhöht hat. Das heißt, wir konnten mit dieser Flut von Daten eigentlich überhaupt nicht gewissenhaft umgehen. Wollen Sie das damit sagen? Einige können es nicht. Andere wollen es vielleicht nicht. Da kann ich nur spekulieren. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich durch die Vermengung von einerseits kommerziellen Interessen, die es in diesem Bereich ja auch gibt, andererseits der Eile, mit der Dinge dann gemacht werden und so einer allgemeinen, sagen wir noch nicht ganz ausgereiften Kompetenz in der IT-Sicherheit dann doch relativ viele Probleme. Wir vertrauen diesen Rechensystemen in der Regel zu schnell zu hohe Risiken an, ohne dass man sich darüber Gedanken gemacht hat, wie man diesen auch sinnvoll begegnet. Immer wieder in der Kritik standen ja die Luca-App zum Beispiel oder auch die Corona-Warn-App. Wie sicher sind die denn aus Ihrer Sicht? Wissen Sie, wenn Sie fragen, ob etwas sicher ist, dann müssen Sie als erstes fragen, wovor Sie überhaupt Sorge haben. Ja, also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Bei der Corona-Warn-App gibt es nichts Schlimmstes, was passieren kann, weil die Daten dezentral verteilt sind. Das heißt, Sie haben hier von vornherein eine Systemarchitektur, die dafür sorgt, dass das größte anzunehmende Risiko schon ein äußerst geringes ist. Nun gibt es natürlich andere Lösungen, insbesondere wenn die schnell mit kommerziellem Hintergrund gebaut werden, die durch zentrale Datensammlungen mitunter sehr viel größere Risiken eingehen. Insbesondere, wenn dann noch eine Anbindung ans Gesundheitsamt stattfinden soll. Auch dort gab es ja bei der Luca-App die Möglichkeit, Schadcode ins Gesundheitsamt einzuschleusen. Das sind natürlich Probleme, wenn man komplexere Systeme baut, wenn man zentrale Systeme baut, wenn man die mit Eile baut, statt sie zu durchdenken und Risiken zu minimieren. Und da stehen leider oft eben die kommerziellen Interessen der Betreiber, nämlich ein zentralisiertes System zu bauen, möglichst viele Nutzerinnen durch Verordnungen zur Nutzung zu zwingen, einer Datenschutzperspektive und einer IT-Security-Perspektive grundsätzlich entgegen. Wir müssen die Digitalisierung schaffen. Nun haben Sie ja die neue Ampelkoalition in gewisser Weise beraten, indem Sie ja pünktlich zu den Koalitionsgesprächen eine Art Leitfaden zum Thema IT-Sicherheit veröffentlicht haben. Mit welcher Absicht haben Sie das damals gemacht?
mit der gleichen Absicht, mit der der Chaos Computer Club sich seit über 40 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland einmischt. Wir glauben ja trotzdem an eine lebenswerte digitale Zukunft und wir möchten die ja mitgestalten. Und jetzt ist es so, wir haben natürlich sehr viel Aufmerksamkeit dafür bekommen, dass relativ viele unserer Empfehlungen für den Koalitionsvertrag übernommen wurden. Das sind aber sicherlich auch für zumindest, sagen wir mal, die Grünen oder die FDP auch keine völlig neuen Ideen. Nur jetzt ergibt sich eben mal eine Koalition, die die Möglichkeit hat, vielleicht mit etwas mehr Kompetenz und mit etwas mehr auch utopischen Gedanken an diese Digitalisierungsgeschichte heranzugehen und hier eine Digitalisierung für alle zu bauen. Das ist ja eigentlich das, woran Deutschland bisher leidet. Wir haben sehr viele Nachteile der Digitalisierung, aber verzichten in vielen Bereichen auch einfach auf die Vorteile. Und das ist ja kein Zustand, der auf Dauer Spaß macht. Nun haben wir es gerade im Beitrag gesehen, auch der Chaos Computer Club, der hackt sich ja in Systeme ein, zuletzt zum Beispiel in die Connect-App der CDU. Was genau wurde da aufgedeckt? Das hat Lilith Wittmann gemacht, eine Sicherheitsforscherin, die hier quasi eine App ist ja immer nur ein oder häufig nur ein Fenster zu einer Welt, wo Zentraldaten gespeichert werden. Und hier waren die Daten der Personen, die mit dieser Connect-App arbeiten und die Daten der Personen, die sie da drin erfassen, quasi ungeschützt zugänglich. Also einfach ein sehr großes Datenleck, wo versäumt wurde, ein angemessenes Rechtekonzept für diese Daten zu haben und dieses auch zu erzwingen. Und so kam es dann zu einem relativ großen Datenleck, das der CDU, der Betreiberin der App, ordnungsgemäß gemeldet wurde. Und dann eben wurde diese Meldung mit einer Strafanzeige quittiert. Wie können denn solche Datenlecks oder Sicherheitslücken in IT-Systemen geschlossen werden? Geht das denn überhaupt? Also es geht natürlich. Wir haben ja im Umgang mit Computern durchaus Erfahrung, wie Systeme sicher gebaut werden und wie nicht. Es ist aber auch selbstverständlich, dass Fehler passieren. Ja, das ist also, es wird nicht so sein, dass irgendjemand irgendwann hingeht und sagt, er hätte das perfekt sichere System gebaut und das kann jetzt niemand mehr hacken. Das heißt, IT-Sicherheit ist nicht nur ein Zustand, den man einmal erlangt, sondern auch ein Zustand, der dann gepflegt werden muss, der sich also als Prozess eher darstellt. Und Teil dieses Prozesses ist eben natürlich von vornherein die unnötigen Risiken zu vermeiden. Und das ist dann eine Frage der Architektur. Sagt Linus Neumann vom Chaos Computer Club. Herzlichen Dank für diese Einordnung. Ich danke Ihnen.